Ist im Ruhrgebiet dort einer Geografie, aber nicht mehr. Ja, steht es immer noch? Ah, shit. Muss vergessen abzuspeichern. War eigentlich der Titel von meinem letzten Stream. Jetzt müsste es richtig sein. Gute Sepp. Das Einschlafen uns scheidet. Ja, ich konnte heute leider nicht ein bisschen früher, weil wir noch F1 mit der Crew gespielt haben. Und das mache ich lieber gern offstream. Okay, passt auf, Freunde. Wir gehen direkt rein. Aachen RP. Da ist er schon. Der liebe Günther. Ihr hört was? Alles gut? Er ist es verbunden. Sehr gut. So, dann schauen wir mal. Moin hier, bei da. Gucken wir mal, wer alles schon da ist. Gucken wir, ob der Sepp da ist. Hi, Gude. Hallo. Hi, hörst mich nicht? Ja, jetzt höre ich dich. Bist du im Hi, Funkloch oder was? ich hab dich gerade auch nicht gehört. Ja, da Was? musst du die Ohren putzen. Du musst mal dein Sabbel putzen. Ich hab kein Sabel, ich geb da eins auf deinen Sabel. Okay, ich Wo glaub. bist du denn jetzt? Ich steh da mit dem Cornelius da am Elysienpark, da haben sie irgendeinen Kopf verprügelt, der liegt am Boden und blutet aus allen Öffnungen. Ey, warte mal, ich komme im Taxi mal vorbei, würde ich sagen, oder? Ja, das passt, ey. Wir brauchen ja ein Taxi. Ey, dann komme ich vorbei, würde ich sagen, ne? Ich schicke ein Dispatch fürs Taxi. Jo, ajo, mach Und das. schauen wir mal, wie viel da ankommen. Dann Jo. steige ich nur bei dir ein. Okay, alles klar, bis Passt gleich. dir, Digga. Was wird die, gell? Dirty Grafikkarte. Dankeschön für dein Follow. Alter, was ein Name. Go, direkt den Dispatch annehmen, wenn er einen schickt. Taxi klappert aber gar nicht, oder? Der Name ist alt. Der ist aber, der ist gut. Oh, schnell Dispatch annehmen. So. Name ist alt, aber gut. Die Grafikkarte, ja, fehlt ein K, aber sonst ganz gut. Wie ist der Server so? Lustig. Lustig auf jeden Fall. Wenn du genug Leute hast, mit denen du gutes RP machen kannst, dann ist der Server richtig gut. Macht mega Spaß, die Jobs sind ganz cool. Es ist, macht Spaß. Macht Spaß, hier gibt es glaube ich einen Blitzer, oder? Was ist hier? Sepp, Dankeschön. Dankeschön für deinen Gifted Sub an die Grafikkarte. Dankeschön, Sepp. Das ist sehr, sehr freundlich von dir. 9 Subs schon geschenkt, ey. Und Vater würde sagen, fast 50 Mark. So. Was ist hier los? Ah! Da! Hey, was macht ihr dann? Günni! Was geht denn? Ah, ich hab was Kleines vermissen. Was geht denn bei euch, ha? Ja, was habt ihr hier? Ey, was habt ihr dann gemeint eben mit dem Polizist? Ja, der ist da gerade irgendwo drüben gelegen und dann haben sie ihn mit der Rettung abgeführt. Jetzt wollte ich schauen, ob das Polizeiauto offen ist. Und? Schau mal, dass da keiner kommt. Nicht, dass jo, 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 jo. Ja, scheiße. Oh, do. Schnell weg. Ich weiß nicht. Ich bin da vor. Nicht vor. Vor. Ey! Das tut weh! Scheiß auf, wir haben bloß am liegen.
Vor! Wir wollen ja gar nicht zu uns. Ja. Ey, Sepp. Den Zehner macht er voll. Dankeschön. Dankeschön. Ah. 50 Mark. Was tun wir? Ei, Schwarznet? Also. Na, hörst, Ernst, ich hab das eh schon mal gesagt. Ernst! Pass auf, bei mir bei der Wohnung, da ist so eine zwielichtige Gestalt, den habe ich gestern angesprochen. Der hat gesagt, der hat irgendwas zu tun für uns, aber das ist irgendwie ein zwielichtiger Typ. Ich weiß nicht, ob man mit dem einmal sprechen sollte. Ich glaube, der zahlt sicher gut, aber das ist sicher nicht ganz legal. Ei, war das da oben am Taxidepot, hä? Huh? Ja, daneben, in dem Haus. Der steht da öfters. Der steht da jeden Abend und. Warte mal, ich bin gerade ein bisschen örtlich verloren. Wo geht's dann lang? Ich muss mich doch eigentlich ein bisschen rechts halten, oder? Na, warte, klopft er das ins Navi, da irgendwo. Ja, das ist gut, danke. Da, besser gesagt, so, da. Aber ich sag dir gleich, das ist sicher nichts Legales. Also, das ist sicher sehr zwielichtig. Ja, meinst du, der will uns ein Auftragsmotor geben, oder was? Ich glaub's wohl geil. Also, ja, du hast gerade versucht, ob der Polizeiauto oben ist. Was flänzt denn jetzt so rum? Du vergehörst du alles. Außer mit Puppen. Ja, und das macht der Ignaz. Alles außer mit Puppen. Pumpen, nicht Puppen. Was? Ein Pumpen machst du McFit. Nicht Pumpen, Puppen. Naja, Puppen. Bücken. Ach, Bücken. Ich hab verstanden, für Geld machst du alles außer mit Puppen. Nein, ich mach alles außer nicht Bücken. Ach so, ich hab das aber auch verstanden mit den Puppen. Ja, was weiß ich, was ihr alles versteht für einen Scheiß. Da links. Das ist selbstverständlich alles. Da links. Ah, jo. Fahr einfach rein, das muss ja keiner sehen, dass wir da stehen. Na, ach so, jo, stimmt. Du hast recht. Aber nicht, dass wir da gleich schon mehr rauskommen, gell? Ah, vorher jetzt, komm. Ah, ich hab ihn schon gesehen, da oben steht er. Schnell hin. Aber wir müssen uns unauffällig verhalten, gell? Also ihr müsst schon ein bisschen auf cool machen. Nicht, dass der glaubt, wir sind irgendwelche Znichteln, sondern der soll schon wissen. Schau mich doch mal an. Willst du mir sagen, dass ich nicht cool aussehe? Versteh mich nicht falsch. Das Aussehen ist bei dir wurscht, aber wenn du die Goschen aufmachst. Halt's Maul! Ja, genau das meine ich. So, ein guter Wiemeister. Ja. Und? Was hast du doch? Pass auf, erst. Was soll ich tun? Was sagt er? Na, ich verstehe den nicht. Er hat irgendwem schon seine Unterlagen gegeben. Bei mir nicht. Ja, reg den nicht auf, kannst du nicht gehen. Ja, aber bei mir sagt er, irgendwer hat schon seinen Auftrag. Ja. Na scheiße, dann hat er das schon irgendwem gegeben. Scheiße. Ja, da müssen wir ein bisschen früher kommen, ha? Aber ich will immer noch irgendwas mit Drogen machen. Ich kenne mich damit nicht aus, aber ich glaube, das gibt super viel Geld. Ey, vielleicht gibt es noch ein paar mehr von denen Kollegen hier. Von denen Kameraden. Ja, aber. Was machst du? Weiß ich nicht. Hast du gewusst, dass es da oben, da gibt es auch so ein Abschleppunternehmen, gibt es auch, wo man irgendwas machen kann. Wo meinst du? Da oben ist ja der Eschweiler See. Und genau südlich vom See, bei der 3019, da gibt es so einen Haken. Ich glaube, da kann man so Abschleppwagen durch die Gegend fahren oder so. Da kannst du wahrscheinlich nur deine Fahrzeuge, die Polizei einkassiert hat, abholen. Ah, der Verwahrhof. Achso, ist eine Verwahrhofstelle oder was? Genau. Da müsste ich aber tatsächlich mal hin, oder zumindest da unten. Hey, wollen wir mal da hochfahren? Warum denn? Können wir schon machen. Hey, komm, dann machen wir das doch gerade mal. Wir haben doch Zeit. Ja, ein bisschen Kohle brauche ich auch. Also wir müssen schon irgendeinen Plätzchen machen. Hallo, Official Account. Cornelius, so hätte ich so gerne mal nehmen und da links die Brüstung runterhauen. Was soll denn die lass doch mal den Cornelius in Ruhe. Und zum Friseur muss ich auch. Jo, das kann ich schon erschreiben. Ja. Absolut. Ja. Es ist alles wie... Geh du halt doch deine Gosch. Was soll denn das nur? Bist du heute mit dem falschen Fuß aufgestanden? Ich glaub schon. Danke, Monty.
Danke, Modi. Jetzt kann Aachen RP. Wollt ihr das ins Navi klopfen oder hast du es schon? Ey, ich hab's schon gemacht gerade. Na dann gut. Jetzt kann Aachen RP meine Regelverstöße auch in dem BOD anschauen. Wobei ich habe die BODs, glaube ich, offen für jeden. Wäre nur witzig gewesen. Ist da am Weg irgendwo ein Friseur, natürlich, dass wir dort stehen bleiben bei dem, oder wisst ihr das? Spaß nicht, musst du mal gucken. Ja, ich gucke. Spaß nicht, warum du mich jetzt so nachmischst. Ich tue dir nicht mischen. Mischen tue ich an Zement. Ja, daneben, dort wo wir sind, dort ist eh ein Friseur in dem kleinen Dorf. Oder in dem Ort, oder wie das da heißt. Südlich vom Eschweiler See. Ja, genau. Ey, das ist doch Eschweiler da oben, oder? Ja. Ah, Luca, okay. Ey, muss ich übernehmen, Alter. Ich hab einen Hardcore-EP-Anspruch. Ich hoffe nur, dass du nicht auch wieder so lose Airbags hast, die ganze Zeit auslösen. Gestern am Auto stehen lassen müssen. Ey, was für ein Taxi oder was? Nein, so ein LKW habe ich im Ausbord. Da ist ständig der Airbag explodiert. Den habe ich zweimal zurückbringen müssen. Ständig war der Airbag kaputt. Ajo, die LKWs, die werden auch gedreht wie Sau. Ja, ich weiß, das sind irgendwelche Leitinger. Das ist irgendwas von einer Zeitung, so steht Wiesel News drauf und die verleihen den. Ah. Ich glaube, die sammeln das von den ganzen alten Unternehmen und dann kannst du die ausbohren. Boah, ist ganz schön dunkel, oder? Ja, das ist meistens schön, so, wenn es Nacht ist. Jo. Ja, aber es ist ein bisschen neblig, ne? Na, der siehst nur gut so. Nee, also nicht neblig, aber halt geringe Sichtweite. Ja, dann machen wir das Licht an. Hast du überhaupt oben die Taxibeleuchtung angeschalten? Jo, sicher. Was denkst du dann? Dass die da irgendwelche Leute stehen und die glauben dann, jetzt kommt ihr Taxi. Die sollen schon wissen, dass das reserviert ist. Ah ja, aber ich bin nicht mehr bereit für Dispatch. Was ist denn das für ein Wald? Ich weiß es nicht, ein paar Bämsche. Das ist der Eschwalerwald. Der wer? Der Eschwalerwald. Jo, da hat er nicht ganz unrecht. Guck doch mal, wie schön das hier ist. Ja, ich finde, das passt gut daher. Ist ja deppert, dass man die Schilder nicht lesen kann durch die ganzen Bäume, aber ist ja wurscht. Da bist du selbst schuld, wenn du Werbung schaltest. Deppert muss sein. Guck mal hier. Kannst du Tannen für Weihnachten schlagen? Guck mal, wie schön. Ist ja richtig gescheit, dass da lauter Bäume stehen. Wenn der Zug kommt, siehst du es dann nicht. Da fahren wir zuerst zu dem Verwahr oder zum Friseur, weil zum Friseur müssen wir rechts. Wir gucken erst mal hier, was da ist, oder? Ja, passt. Das ist aber eine abgeranzte Gegend. Da wohnen sicher nur die ganzen Arbeitslosen. Wo ist das dann? Ist das sie? Komm, wir gehen mal rüber. Meinst du, ich könnte es mir gemütlich machen, oder was? Also Cornelius, ich wünsche dir viel, aber nicht einmal bei dir will ich, dass du da wohnst. Machen wir da auf die Tür. Ja gut, ich brauche aber nichts abholen, ich habe ja kein Auto da. Sorry doch. Und du Cornelius, hast du was hier auf der Liste? Nee, der steht wahrscheinlich unten. Oh, super. Ei, gut, dann. Ich hab's doch gesagt. Ei, gut, dann gehen wir jetzt zum Friseur. Hm? Cornelius, ist bei dir das Gebiss schon wieder locker, oder? Halt's Maul. Ist halt ein bisschen kalt. Da klapper ich ein bisschen mit den Zähnen. Muss ich aber auch nochmal in den. Das sind nicht die Zähne, du hörst die an wie ein Skelett. In den Bug Report schreiben, wenn man gemutet ist und sich dieses. Aber es passt schon. Und dieses HUD unten ändert. Ich finde das echt frech, wie du langsam. Manchmal finde ich es echt frech, wie du mit mir rumgehst. Dann verschwindet dieses. Sei froh, dass irgendeiner mit dir umgeht. Dieser rote Strich. Links. Jo, ich sehe das schon. So, ja, dann passt ja. In Eschweiler bin ich zu Hause. Josef, ich kenne meinen Wert. Ja? Hast gar nicht so blöde Bemerkungen zu machen. Ich streitet euch nicht. Nein, es tut mir eh leid. Man, magst du ein Busserl haben, oder? Erst einmal abschließen, würde ich sagen. Na komm, kriegst du ein Busserl. So. Drüben. Dann schmeckt's. Danke, das wollte ich. So, oh! Was schreist du dann so rum?
Nein, die Scheiben war bei mir so dreckig, ich habe gar nicht rein gesehen, dann ist die Tür aufgesprungen. Aber sonst geht's dir gut, oder? Ja, also ein bisschen nur die Restfetten von gestern. Gucken wir mal hier in den Katalog, würde ich sagen, oder? Was, die bedient mich nicht, nur weil ich kein Geld mit habe? Scheiße, hat irgendwer 100 Euro dabei? Nö. Die zeigt mir nicht einmal den Katalog, bevor ich 100 Euro gebe. Jo, ich kann's dir geben, warte mal. Ja, bitte. Das war halt urlieb. Guck mal hier, bitte. Ah, perfekt, ich danke dir. Jo, kein Problem. Hab immer ein bisschen Kleingeld dabei. Eigentlich viel zu viel, einfach fast 600 Dollar. Mal. Na, ich bin eigentlich zufrieden mit meinen Haaren. Ich hab schon eine Idee, aber. Cornelius, du siehst aber auch gut aus, du. Ich sag's doch. Kann das sein, dass mir die gleiche Frisur und. Jetzt würdest du einen sprichst, ja, ich glaub schon. Aber ich glaub, du hast ein bisschen Stranger drin, ha? Huh? Das ist mein Naturhaar. Die Stranger? Nein, ich hab keine Strähnchen drin. Oh, das sieht gut aus. Josef. Oh ja, da, das musst du machen. Erst Günther, kannst du ein bisschen vom Spiegel gehen, nach links warum? Oder rechts. Na, so? Ja, perfekt. Dann sehe ich nicht zum Spiegel. Den finde ich auch gut. Digga, was für gute Frisur, der Katalog, Alter. Ist. Ah, hoppala. Ey, blätter mal nicht so schnell. Ah, ich weiß ja schon, aber. Ja, man hört schon deine Fingernägel aufeinander klacken. Jo, da sehe ich dich. Da sehe ich dich auch. Bei dem, oder? Jo. Alles, was so ein bisschen nach Triebtäter aussieht. Also ich muss sagen, ist eigentlich egal, welche. Na, eigentlich habe ich ja eine andere Idee gehabt, aber irgendwie, ich glaube, diesen zerrupften Stil, den können die nicht. Das wäre zum Haare ausreißen. Aber, na, scheiße. Ich muss da sagen, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, mein jetziger Haarschnitt, wenn ich mir das so anschaue. Da hätte ich dich gesehen. Bei was? Warte, nochmal langsam zurück. Da, genau da. Na, geh auf. Ah doch, das passt schon gut. Sowas hinter dem Steuer von jedem Taxi. Warte mal, was sagst du dazu? Warte mal, da wo kommen die Frauen nur so angelabe. Oh, das sieht auch gut aus. Jo, das sieht auch gut aus. Damit siehst du aus wie so Hundras. Was sagst du zu dem? Nein, das sieht schon. Ja, da kann ich den alten. Ahaha. Wie sie mit Tato machen, gell? Jesus Maria, was gibt es auch? Jo, das sieht gut aus. Na, das musst du machen, der Next. Auf der Next Side. Das doch, oder? Jo. Der geht schon gut ab. Das damit fetzt. Siehst du direkt 20 Jahre jünger aus, Josef. Ja, meinst du das jetzt ernst oder verarscht du mich? Ah, nein, wir meinen das sieht gut aus. Guck doch mal, ich hab doch auch dasselbe Schnitt ungefähr. Junge, ja, das sieht so scheiße aus. Das ist 77. Das sieht so scheiße aus. Nicht schlecht. Willst du auch eine Farbe machen? Ja, ich hätte schon gerne ein bisschen heller. Ich muss ja schon ein bisschen. Ich schaue schon gerne ein bisschen älter aus, als ich bin, weißt du? Wie alt bist denn du? 27. Ich hätte dich jetzt auf 57 geschätzt, wenn ich ehrlich bin. Jo, er ist Arsch vom Leben gezeichnet. Aber du bist nicht der Erste, der das sagt. Jetzt habe ich mir gedacht. Scheiße, ich wollte irgendwie so eine zerrupfte Frisur. Das. Warum will man eine zerrupfte Frisur? Ja, da kommt man ein bisschen mehr ins Reden, weißt? Hat man ein bisschen mehr Gesprächsstoff. Bei was? Aber bei dieser Frisur? Wie schon Alpezin oder was? Warte mal, wo ist das? Nein. Ey, Leute, wir müssen auch noch mal gucken, was es beim Obi so zu Kaffee gibt, gell? Ja.
Na gut, dann nehme ich jetzt die 77, ja, na, dann nehme ich das. Jo, das ihr sagt, das steht mir. Nimm die, jo, das sieht gut aus. Okay, was soll die andere Haarfarbe auch noch machen, oder? Ein bisschen grau, ja, du bist damit sieht es scheiße aus. Du meinst schon so braun, oder? Das ist so ein rot-rostbraun. Oh jo, oder so ganz rot. Ja, das wäre Trottel. Das macht aber nicht die Farbe. So gut. Das finde ich auch nicht so schlecht. Das hat ein bisschen was. Easy, was? Das ist ein bisschen so der Arbeiterton. Das schaut so aus, als hätte ich was kackelt in meinem Leben. Jo, das ist Straßenkühl, der Blond. Damit könntest du aber, also, wenn du dir die Haare gelb färbst, könntest du einfach sagen, du hast einen Helm auf. Dann kannst du auf den Bau. Na, das, was sagt so? Da sieht man schon ein bisschen so die weißen Haare. Jo, das passt auch zu deinem Hemdchen. Na, dann machen wir das so. Ja, ich nehme das, gell, die Dame. Das brauchen sie nur einmal drauf schnipsen und dann ein bisschen wegschneiden, links und rechts, und dann den Rest, den machen wir schon, gell? Ja, passt. Was heißt, ich werde hässlich bleiben? Das ist dann sehr unfreundlich. Na, ich habe keine Ahnung. Also ich fühle mich wie neu geboren. jetzt kommst du ja sagen, das sieht absolut schrecklich aus. Ja, ist mir eh wurscht. Ich setze mir eh wieder meinen Hut auf. Zack. Das macht es nicht besser, offen und ehrlich. Aber das ist ja egal. Ist überhaupt schlimmer. Ja. Okay, lass los. Wo wollen wir denn hin? Also im Cornelius, hast du dir schon mal deine Nasen im Profil angeschaut? Das ist eine Sprungschanze vom Feinsten. Ja, ich weiß. Also, nein, das quält mich seitdem ich ein Kind bin, diese meine Nase, aber... So, wo? Achso, du wolltest zum Obi, gell? Ich wollte mal gucken, was es da gibt, jo. Bisher hat sich noch niemand die Frechheit erlaubt, mich drauf anzusprechen. Wo ist denn der nächste Obi? Ich weiß. Aber nur, weil wir in der Nähe sind, ist jetzt nicht der Obi, aber es gibt da oben, gibt es auch so eine Rinderfarm. Wollen wir uns das auch vielleicht kurz anschauen? Jo, so, machen wir mal. Ich habe schon ein bisschen Hunger, ja klar. Vielleicht kann man da ein bisschen mithelfen oder so, weißt du? Ich bin schon sehr gut mit Tieren. Ich bin so ein Rinderflüsterer. Hey, vielleicht gibt's da, das ist doch der Hof von Bauer Lemke, oder? Wer? Von Bauer Lemke. Wer ist das? Hey, den von der Fernsehwerbung. Der so grammgenau abwiescht. Ich wüsste jetzt nicht, wen du meinst. Hey, ihr werdet sehen. Ihr werdet ihn kennenlernen. Kennt doch den Damme Hanken. Jo, aber der macht eher in Pferde, oder? Ja, klar, ja, aber... Der tut ja nur einrenken, oder? Ja klar, aber wer sagt denn, dass er nicht auch Kühe einrenken könnte, wenn er wollte? Kennst du den? Guck mal da oben, steht der Vogel. Siehst du das? Was? Wo? Oh, ja, ja. Ey, das ist der zweiflügelige Tragansdrache. Der wer? Nix. Der dreiflügelige Tragansdrache? Zweiflügelig. Dreiflügelig, hast du schon mal einen Vogel mit drei Flügeln gesehen, oder was? Der hat schon mal einen Drachen bei Aachen durch die Gegend fliegen sehen, oder was? Ei. Meinst du, der heißt doch so. Wase, Herrn. Oh, guck mal, da links. Oh, da ist eine Kuh oben Dach. Siehst du das? Heide, nein, jetzt ist sie nicht mehr oben Dach. Hast du gesoffen, oder? In ja, was geht. Ach, du meinst da vorne. Jo, hier links. Da war eine Kuh oben Dach. Uns ganz genau gesehen. Oh, so. Schau, wie sie da mal rumrennen. Ja, kann man die streicheln, glaubst du? Ja, also aufs Feld kommst du ja bestimmt ganz easy. Komm, gucken wir mal. Aber ich muss mir da den Hut absetzen, weil dann schaue ich vertrauenswürdig aus. So. Das ist eine reine Touristengruppe hier, ey. Hast du aber Burschen, Vorsicht, ja. Nicht, dass die uns angreifen. Ich finde, wir sehen eher ein bisschen bedrohlich aus. So, ich sag dir, wir schicken den Cornelius vor. Cornelius, geh. Sache. Komm, ach, komm, ich schieb dich. Ey, wenn sie einen Josef ja, sehe, rennen sie direkt pot. Der Cornelius mit seiner Glock. Co, put, komm, put. Und die Lava all weg. Die Lava all weg, oder? Sind die gesüngt? Sehen die gar nicht? Den Euro, wenn es der Kuh hinten einen Klaps am Arsch gibst. Ich glaube, die sehen die gar nicht, oder? Wo rennst du nicht hin? Da hinten sind sie.
Oder schneiden wir ihn an den Weg ab? Ich glaube, da sieht jeder eine andere quasi. Ich glaube, das ist halt so ein Solo-Job-Ding, ne? Ei, gut. Kommen wir mal her. Kommen wir mal her. Ganz ruhig. Bleib ganz ruhig. Nee, ruhig. Naja, die Kuh soll ruhig bleiben. Was für Kuh? Oh, ist schon die Kuh gemolge. Hier, schon ein Ei mehr Milch. Du hast doch Kuh, alles gut. Ja. Ja, okay, die sind halt nicht gesünkt, ne? Das ist, wenn man da zu zweit oder so hingeht, dann, Cornelius. Ich glaube, wenn man da zu zweit hingeht, ist halt, halt ein bisschen obsolet, ne? Ich hol mir hier auch gerade mal noch eins. Ganz ruhig, bleib mal stehen, ganz ruhig. Ja, diese Animation in den Händen tüfteln. Jo, ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig. Guck mal, Cornelius, jetzt haben wir sie hier alle zusammen. Ja, ja, ja. Bitte schütte es aber. Bitte schütte es aber. Nicht, wo der Josef doch hin rummischt, gell? Ich weiß ja nicht. Ei, ganz feine Kühe, gell? Kommen wir mal her. Und Cornelius, wir sind richtige Kuhflüsterer, gell? Klar. Komm mal her, jetzt du auch noch. Das ist irgendwie schwer. Das ist keine Kuh! Das ist keine Kuh! Hä? Was meint der dann? Ich glaube, der wollte ausspielen, dass er den Schwanz gezogen hat. Oh. Das ist mir auch noch nicht so ganz klar, wann er diesen Modus macht. Jo, ganz brav bist du. Cool, Kuh. Wie viele Kühe hast du da? 1, 2, 3, 7. Was machen die, wenn ich dir jetzt einen Klaps auf den Po gib? Klapp gar nichts. Gut. Meinen drüben habe ich einen Klaps gegeben, dass uns alle davon gerannt. Oh, das sind jetzt die hier. Aber die geben gut Milch. Die sind ein bisschen Milchshake, weil sie durchgeschüttelt sind, was? Weißt du, was ich jetzt mache? Mhm. Auf dem will ich jetzt mal einfach buch. Warum soll ich das nicht können? Ja, ich hab's gerade probiert, aber schmeckt nicht so gut. Mhm. Muss ja noch emulsiert oder wie das heißt werden. Ja gut, aber dann lass aber weiterschauen. Also wir sind ja nicht da jetzt, dass wir da kühlen die ganze Zeit. Dann ja, wenn wir gerade nur hier sind, dann holen wir mal ein paar Ei mehr und dann ist gut. Okay, komm, dann lassen wir losgehen. Weißt du überhaupt, wo wir die hinbringen müssen? Also, nimmt man die da Bar ab, oder? Ah, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja. Warte mal, hier. Was? Josef. Ja, bin ich da. Warst du nicht mehr, wo man auch der Trecker mieten konnte? Da war doch so Fass. Für Milch. Warst du noch? Ja, aber das war... Oh ja, da hat es ja geheißen. Wir brauchen Milchkanister oder Behälter. Vielleicht ist das. Vielleicht können wir. Oder wir bringen die doch hier und dann kriegen wir Milch in die Flasche. Ey, komm, dann gehen wir doch mal hier zum Bauernhof. Aber ey, da ist irgendwas gestanden, da muss man gewisse Anzahl mitbringen, nicht, dass wir zu wenig jetzt haben. Ich glaube, wir haben ja genug erstmal. Ja, dann probieren wir es. Wenn wir jeder bisschen was gezapft.
Erst die Kuh da hinten bei mir, die rennt da gleich aus dem Stall raus. Kuh, bleibst du bitte da? Hallo? Du, eine rennt jetzt draußen auf der Straße herum. Ich glaube, der Cornelius hat vorhin eine Bulle erwischt. Hat ein bisschen am Schwanz gestreichelt. Ja, das ist auch nicht so gut. Das hat ihm bestimmt gefallen. So ist nicht. Mir sind erstmal in Dreier gerannt, ich hab den irgendwo abgesetzt dann. So, wo war das dann? Das war doch hier ums Eck direkt, gell? Ja, ein Stück weiter auf, ja. Ey! Was dann? Nicht, der ist gut. Aber was gut ist, der Hohoi hatte mal das Taxi repariert. Das klappert gar nicht mehr. Hatte mir gut gegeben. War das gestern schon so kaputt, oder? Na, aber das letzte Mal, wo ich gefahren bin, hat es die ganze Zeit geklappert. Ja, dann hat er Service gemacht, wahrscheinlich. Jo, ich denke auch. So, wollen wir mal gucken. Weil das war ja wieder diese Offroad-Strecke. Jo, aber das letzte Mal war es dunkel, gell? Jetzt geht's bestimmt besser. Ja, ich sag euch, ich bin so miert. Ach, hör doch auf. Am hellsten Tag. Müde vom Nixtum. Oh, ein bisschen langsam erfahren, ne? Ja, das sind nicht die Winterslicks. Ja. Winterslicks. Das sind die Softreifen für die Schneestrecke. Das war das einmal, Formel 1 im Schnee. Oh, hier steht der Twingo. Hallo? Wo hier ohne war das, gell? Christi Servus. Ja, da links bei dem Kanister. Ah, guck mal. Da können wir jetzt abfüllen. Ah, stimmt, ja. Dann kriegen wir vielleicht jetzt das irgendwie so Milchflascherl oder so und dann... Ah, jo, ich hab das jetzt im Karton, gibt es. Ah ja, ja, und den Karton, den können wir sicher so wie das Holz irgendwo hinbringen, so ein Abnehmer. Und ich denke, den kannst du dann noch trinken, gell? Ja, wahrscheinlich, aber... Ja. Und die Kartons dann in den Kofferraum legen, weil das ist sicher sau schwer. Aber wo bringen wir das hin? Ja, vielleicht ja in Elisenbrunn. Ja, ich würde sagen, find's heraus, ne? Ah jo, stimmt, am Elisebrunnen, da gibt's ja so einen Handel, gell? Neue, ne? Ja, aber das ist nur... Burschen... Seht ihr das auch, dass der Twingo brennt? Na, das ist doch hinne, Larefeuer, du Holzkopf. Ist das dahinter? Weil bei mir schaut das aus, wie wenn der Twingo brennt. Na, das ist da... Da hat doch hinne jemand Larefeuer im Schnee gemacht. Ich sehe nur den Rauch, deswegen. Bin schon erschrocken. Wollte schon die Feuerwehr rufen. So, mal gucken, ob der offen ist. Cornelius, kannst du direkt neue Twingo haben? Ich will aber keinen neuen Twingo, ich will meinen Twingo. Was stecken wir da in den Kofferraum? Ei, der ist wirklich offen. Glaubst du es nicht? Ei, du ahnst es nicht. Ist was im Kofferraum? Da hat doch bestimmt einen Platten, so wie das klang. Jo, ist was im Kofferraum, Josef. Der Kofferraum ist leer. Ah. Gott. Jo, fahren wir lieber mit dem Taxi wieder zurück, würde ich sagen, oder? Der Twingo, der ist eh kaputt, da ist der Reifen links irgendwie demoliert. Ja, okay. Wahrscheinlich haben sie ihn deshalb stehen lassen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ruft man da nicht die Polizei, wenn da offenes Auto steht? Ich beschädigt? Weiß nicht. Vielleicht ist das Fahrerflucht oder so. Ich werde da mal die Polizei anrufen, vielleicht ist das ein Fahrzeug von einer Straftat.
Jo, ruf sie mal an, dann sehen sie direkt deine DNA-Spuren da drin. Was haben die 110, gell? Jo, 110. Wenn sie nicht erreichbar Schick sind. Den einfach ein Dispatch, ich glaube, das ist einfacher. Ja, ich probier trotzdem einmal. Na ja, gut, nicht reachable, okay. Drück mal den 10. Finger. Ja, warte mal, also ich hab nur 10 Finger. Jo. So, was mache ich? Notruf? Ja, ein Notruf, oder? Jo. Polizei. Polizei ist telefonisch erreichbar. Polizei anrufen. Hallo? Geht es? Ja. Hätte jemand noch irgendwie zwei Kanister? Zwei Eimer? Warte mal. Das ist leid, aber da hebt keiner ab. Hallo? Ich schau nur noch eine. Oh, Scheiße. Ey, egal, ich sag dir, wie es ist. Ich lehne den einen Eimer, den lehne ich jetzt einfach hier hin. Was soll das? Kann sich jemand anhelfen? Das ist unser Geiz. Oder? Boah, wisst ihr was? Ich nehm den. Also, da hebt keiner ab. Da steht, die Polizei ist erreichbar, aber wenn du anrufst, hebt keiner ab. Ey, du kannst nicht einfach ein Dispatch senden. Ja, ne, das mache ich gleich, aber wenn ich da auf dieses Notrufsystem gehe, dann steht Polizei ist erreichbar. Ich würde schon gern mit irgendwem reden. Doch, ist doch unnötig. Nein, mach das jetzt nochmal. Polizei anrufen. Hallo. Ja, grüße, der Josef spricht, der Josef Fiegelbauer. Wir sind da im Norden bei so einem Bauernhof. Da steht ein demoliertes Auto. Das ist unversperrt. Ich wollte nur mal das Bescheid geben, weil vielleicht ist das Auto von irgendeiner Straftat oder so. Vielleicht ist das ein Fluchtfahrzeug. Eine Postleitzahl. Weiß nicht, wo bin ich denn da? Ein bisschen nördlich von der 2000. Also wenn man die Autobahn da im Osten rauffährt, dann bis zur 2000 und dann da oben, da ist der Bauernhof, da kann man so eine Milch abgeben. Hallo? Was kann man da abgeben? Jetzt hat er mir jetzt aufgelegt. Scheiße, ich glaube, das hat er aufgelegt, weil ich nach der Postleitzahl gesucht habe nochmal. Jetzt hast du die ganze Zeit gerettet? Ich glaube schon. Ja, der Fiegelbauer Josef spricht noch einmal. Ich glaube, wir sind getrennt worden. Das ist die Postleitzahl 2000. Nur eigentlich direkt in der Mitte von dem Bauernhof, da wo man die Milch und so weiter anholen kann. Ich sag doch einmal Milch. Ja, nein, nördlich von der 2000. Da ist ja ein Bauernhof. Der Bauernhof, der ist eh auf dem Stadtplan einzeichnet. Lieber Milch als Milf. Nee, eigentlich andersrum. Genau, beim Bauernhof. Wir sind eh da vor Ort. Wenn sie wollen, dann warten wir kurz, gell? Weil... Ja, passt, dann warten wir kurz, gell? Passt, bis gleich, vierte. Die kommen daher, die sind ein paar Minuten entfernt. Wir sollen kurz warten. Die Schwäne. Ei, super. Ja, die werden jetzt sicher sagen, das waren wir. Also bevor die kommen. Ins Auto setzen? Nein, bevor die kommen, wenn du die reagieren willst, kannst du mal dagegen treten. Gut, dann nicht. Ah, am Ende sehe ich die mein Fußabdruck oder sowas. Ein Fußabdruck? Ja, vom Schuh. So. Ich glaube, der Herr war ein bisschen verwirrt. Ich glaube, der hat mir nicht ganz verstanden, was ich gesagt habe. Aber mal schauen, er hat gesagt, er kommt gleich. Und wann will er sich das Auto angucken? Ist so ein lustiger Witzbold. Ich weiß. Wir drehen mal, dass wir hier direkt schnell fortkommen. Ja? Die Situation. Ajo. Die Situation hier mit dem Taxi im Schnee erinnert mich schon was. An was? An unsere Bergsteiger-Mission. Also am Aachener Hügel, wo wir jo. Aufgeklettert sind. Das war ein Erlebnis. Ja nochmal probieren, ne? Ob da das Taxi noch steht oder sich das schon irgendjemand geholt hat, ha? Ja, das haben wir eh dem Hoho gesagt, dass das dort steht. Der wird das schon abholen hat lassen. Das wird er sicher am Ende vom Monat vom Gehalt abzogen. Na, ich glaub nicht. Der war eigentlich ganz nett zu mir, Ebbe.
Wo bleiben die jetzt? Die haben gesagt, sie sind direkt bei der 2000er Postleitzahl. Das ist 1 Minute entfernt. Waren die da im Kreis, oder? Ey, entspann dich, vielleicht müssen sie Verstärkung rufen. Dann wie das Auto ausschaut, so, das ist so ja der komplette... Wie ein Attack oder was? Der komplette Reifen ist ja hinfahren. Hm. Sollen wir vielleicht einmal runterfahren auf die Hauptstraßen? Es geht eh nur deine Straßen daher. Jo, machen wir. Vielleicht sind jetzt Stepper, dass den Weg finden. Ah, da, die kommen schon. Da vorne. Wir können noch ein bisschen weiterfahren. Wir fahren ihnen hinterher. Jude? Wir können nur ein Stück weiterfahren, wir fahren ihnen hinterher. Nicht einfach den Weg lang. Also quasi jetzt hier weiter, oder was? Genau, weiter und dann links, hinter dem Haus. Ja, wir schauen mal. Passt. Ich glaube wahrscheinlich, wir planen einen Hinterhalt oder so. Glaub's auch. Jetzt Weg abschneiden, zusammenhauen und dann haben wir schon ein paar Puff. Dann bleiben wir hier stehen. Ja. Ja, bedrohlich schauen wir ja nicht aus, ne? Na, ich denke auch nicht. Das liegt ja aber an dir. So, gute. Moin! Servus. Ja, das ist... Das ist dein Auto. Das ist das hinnige Auto, ich weiß nicht. Was, vielleicht ist das irgendein Fluchtfahrzeug oder so, oder ein Drogenschmuggelauto. Ja, wir gucken uns das mal an. War auf jeden Fall gut, dass sie angerufen haben. Ja. Braucht sie uns noch, weil sonst hätten wir weiterfahren. Sie können mir ja nochmal kurz Ihren Namen sagen. Es war Josef Fegelbauer, oder? Genau, der Fegelbauer Josef. Alles klar, nee, dann brauchen wir sie nicht mehr. Ja gut, passt. Na dann, ja, danke fürs Kommen und viel Spaß. Jo, wir haben zu danken. Für den Anruf. Schönen okay. Abend gleich. Jo, schön weiter, ciao, ciao. Ciao. Ja, wieder gute Tat getan. Ja, ey, das finde ich aber gut, dass die sich dem hier annehmen, gell? Ja, was sollen sie machen? Sollen sie sie ignorieren, oder was? Jo, das war, stehen, ja. Was war das auch, wenn sie am Telefon sagen, na, das ist mir wurscht, lassen sie stehen. Ey, das wäre schwach gewesen, aber ist ja acht mal zu honorieren, wenn es mal anders lebt, oder? Ja, aber schau, jetzt haben sie was zu tun, jetzt haben wir ein bisschen einen Kontakt mit der Polizei, jetzt wissen die, wir sind ordentliche Bürger. Genau, der Fiegelbauer Josef. Ja, ich stehe jetzt direkt schon am Radar, super. Na, ich bin sowieso schon auf deren Radar hier gewesen gestern. Der Günther hat ja auch schon mit der Anzeige da, wo sie uns mit dem Baseballschläger verhaut haben, hat er ja auch mit der Polizei schon gesprochen. Jo, stimmt. Die Rettung hat ja letztens auch gesagt, wenn wir öfters jetzt uns so aufführen und ständig da den Notruf betätigen, dann schalten sie auch die Polizei ein, wenn wir so oft der Rettung auf den Nerv gehen. Jo. Haben wir gestern schon Schimpfer gekriegt von der Frau. Wie hat die Carsten Espinosa oder so, glaube ich. Super, super. Ich wollte schon fragen, ob das gewollt ist, dass kann man das nicht merken, die rote Haare. Live-Chat. Auf jeden Fall nicht die Frau Butbut. Aber cool. Dankeschön. Dankeschön. Meinst du, der Robert hat da noch immer Kontakt aufgenommen? Nee, da haben sie mir die Erlaubnis gegeben. Die hat den gestern angerufen, aber Robert ist ein Arschloch. Ach ehrlich, warum? Was hat der Robert gemacht? Der hat mich gestern in den Kahn gebracht. Oh. In den Kahn. Was? Wollt ihr Boot fahren oder was? Ins Gefängnis. Du da, warst im Gefängnis, da, du bist vorbestraft jetzt oder was? Ja, so könntest du es behaupten, ja. Dank Robert und hier Ignaz. Die haben einen Unfall vorgetäuscht, dann so getan, als hätten sie mich nicht gekannt. Und dann, deswegen bin ich dann in Kahn gewandert für eine Nacht. Aber er ist gut geschlafen, oder? Und dann wollte der mich auch noch bestechen, irgendwie von wegen für den Taui würde er die Anzeige nicht stellen. Da Ignaz jetzt, oder wer? Ne, ja, Robert. Ey, das war bestimmt nur Angebot. Ja, das war ein Angebot, aber der hat's ja nicht ernst gemeint. Ich bin mir sicher, wenn ich dem die 1000 Euro gesendet hätte, dann hätte er mich trotzdem angezeigt. Na, ich kenne so Typen. Doch, ich kenne so Typen. Guck mal, hier ist 50. Was ist das dann? Das ist eine Autobahn. Wir fahren doch keine 50 auf der Autobahn, wenn du in der Stadt 80 fahren darfst. Ey, guck doch mal hier aufs Schild.
Ja, das ist ein Empfehlungsschreiben. Meinst du Mindestgeschwindigkeit oder was? Ja, das ist mindestens 50. Ah, ich halte mich lieber dran, wenn die Polizei schon direkt hinter uns ist, wieder. Mach dir bitte vorher, so also kriegst du ein Ticket für zu langsam fahren. Ah, da vorne ist das nächste Schild. Wenn der so nicht zeigt, dann können wir wieder los. Ah, steig gleich aus und mach einen Flugzeug und lauf mit dem Auto hinterher. Jonas, danke schön für dein Follow. Dankeschön. Hey, ich halte mich dran. Ich bin ein gut Taxifahrer. Ich will nicht hier die Lizenz verlieren. Da hängt meine Existenz dran. Ich bin schon viel zu schnell hier mit 60. Sag ich dir, wie es ist. Du könntest einmal die nächste, wenn du kannst, irgendwo links fahren, dass du darauf hast und dann fahren wir mal nach links. Klopf da mal kurz noch was ins Navi. Kannst du mal den Punkt im Navi löschen? Jo, mach ich schon mal. Bitte. Passt. Ja, danke, Luca. Fahren wir mal dorthin. Danke, Luca. Das wäre cool. Dankeschön. Ich finde das schon gut, wenn auf dem Startplan so ein paar Sachen draufstehen, dann ist schon gut, wenn wir uns mal alles anschauen. Jo, und jetzt wäre hier 100 gewesen. Ja, dann für die Auffahrt. Damit du schön weit springst am anderen Ende. Aber hier, Eschweiler ist schon schön Fleckchen, gell? Sieht schon schön aus da. Aber da leben die ganzen Bauern. Jo, muss es auch geben. Hier links oder was? Ja, da links. Ei, da ist ein Schrank, da kann ich nicht lang. Ja, ich glaube, den muss doch. Gut. Ah, perfekt. Bitte. Eieiei, ob ich das hier mit dem Taxi machen kann? Eine normale Straße, jetzt regt die nicht auf. Hey, wenn die Polizei kommt, sagen wir haben einen Dispatch gehabt. Jo, das stimmt. Hier die Bergarbeiter wollen alle nach Hause, gell? Ich schicke einfach selber einen Dispatch und dann sagen wir sind hingefahren. Hier rechts kann man bestimmt auch hoch und runter. Das erinnert mich an den Aachener Hügel. Ah, guck mal hier. Oh, guck mal da. Siehst du das vor uns, die Sonne? Das ist aber schön. Oder? Das ist wunderschön. Wunderschön. Ich dachte erst, was sind denn das für Polarlichter hier in Aare? Hat ein bisschen was von radioaktiver Verstrahlung. Und wenn? Sieht schön aus. Vielleicht stehen wir da und auf der anderen Seite ist irgendeine Atombombe runtergefallen und wir merken das gar nicht. Jo. Oh, ich habe ein New Dispatch. Dann nimm mal an. Löse, muss Geld machen. Also warte mal, ich nehme mal an, dann können wir hinfahren. Wir können mal schauen. Da kann ich kurz warten. Oh, was ist denn das? Wie geht denn das? In der Zeit. Lass den nochmal den Dispatch. Mache jetzt erstmal hier unser Ding. Cool. Kann man ja nicht machen, ne? Dann wahrscheinlich Steine klopfen für die Depperten. Aber ob man da nicht irgendwie einen Hammer braucht vom Obi oder so. Ja, vielleicht kann man doch kleine Stückchen irgendwie selber aufsammeln. Ich glaube, das ist das, was letztens jemand meinte, mit dass man diese Spots quasi besser sehen muss. wo man quasi was abbauen kann. Ey, vielleicht braucht man echt irgendwie einen Hammer oder Spitzhack oder so. Ich glaube es auch. Also so mit bloßen Händen würde ich jetzt nicht... Mit oh, guck mal, da oben steht einer. Vielleicht können wir den nochmal fahren. Wo? Da oben. Da. Sieht ein bisschen gruselig aus, aber... Auskunft für der Gäbe. Ey, was rennst du dann? Ja, wenn der einen Auftrag hat, dann nehme ich den. Ihr könnt's. Ah. Ja, schau, ihr seid solche Gefraster. Ja, was? Gute. Es war nichts, jetzt Sache. So, man muss einmal mit ihm sprechen. So, ich hol mir jetzt einmal da so eine Lizenz. Gib mir die einmal. Gib mir die. Oh, die kostet 250 Euro. Na, das ist mir zu teuer. Bei dem musst du die Lizenz kaufen, dann darfst du wahrscheinlich da abbauen.
Aber das kaufe ich mir jetzt nicht, das ist mir jetzt zu teuer. Wie viel kostet die? 250 Euro. Das sagt er doch, steht da drauf auf dem Weg. Na, ey, das machen wir mal schön nicht hier. Ich will was dafür kriegen, nicht dafür zahlen. Sieht doch nicht aus wie Rockefeller. Ja. Wie Rocky. Jetzt hätten wir doch den Dispatch annehmen sollen. Na, guck mal, wie lange der gewartet hat. Wie macht man das eigentlich? Man muss ihn da drucken am Handy. Auf das Hamburger-Menü oben rechts. Naja, du gehst in die Berufe-App und dann im Hamburger-Menü. Ah, da, Dispatch. Ist der schon angenommen? Na, sollen wir das machen? Ah, dann machen wir. Okay. Also hätte der jetzt zuerst das GPS setzen müssen? Ja. Hey, ich seh's. Ja, passt. Dann, ja, das ist das. Das ist ja urweit weg. Dann muss ja mit Eschweiler. Aber der kriegt jetzt eher SMS, dass wir unterwegs sind, oder? Jo, Push-Benachrichtigung, sieh der. Hoffentlich war der so lang. Sonst kriegt er die... Ah jo, das können wir mal schön berechnen hier, die Anfahrt, gell? Ja, musst du einen Taxometer... Oh, warte, schon wieder ein neues Bett. Das ist sicher eh, ja. Ah, warte mal, ich nehme das jetzt an, das ist gescheiter. Ach, 6,3 Kilometer, oder? Annehmen. Ja, der ist wahrscheinlich zu Fuß gegangen und jetzt setzt er 9. So, und jetzt machen wir das Taxometer an, das soll er gleich zahlen. Hey, warte mal. Sicher, das ist ja Anfahrt. Und ein Unterhaltungsprogramm kriegt er ja auch noch mit uns. So, läuft. So, jetzt aber. Schon mal direkt 4 Euro. Das ist schön. 8 Mark. Und das Ganze muss er, das muss er mal 3 rechnen, weil wir 3 Fahrer sind. Machen wir auf hier, Uli. Auf jetzt. Du hast Hurpen, glaube ich. Werbe Dispatch. Ja, ich glaube, der kann sicher dagegen fahren, dann schiebt sie dir schon auf. Na, warte mal, guck mal hier links, da kommen wir ein bisschen hier am Rand lang fahren. Darüber geht's ja auch hinaus. Wo ich mir hier die Windschutzscheibe kaputt mache, was? Wieder den Achweilhügel. Da hab ich Erfahrung, du sagst dir, wie es ist. Wie die Zeit vergeht, jetzt ist schon wieder finster. Okay, jetzt haben wir die vor uns. Ist doch nicht schlimm, doch. Hast du ja, so schlimm wie die vor uns? Hey, die fahren eh links jetzt. Ich sag, die fahren mit Absicht so, damit sie uns noch dicker deine drucken. Ne, jetzt können sie eh nicht mehr nerven. Jetzt gib ihn. Jetzt deppert Hupen. Aha. Was sagt er, dass dann so viele Autos auf der Autobahn auf uns werden sie jetzt nicht achten? Na, ich denke auch nicht. War schnell finster geworden, jetzt ist schon fast 11. Damals Mitternacht ist schon. So, 8 Euro haben wir schon. Okay, das muss er halt zahlen, das ist halt so. Ja, der schafft's auch. Sprich, das ist ja auch sein Geld und ich meine, du willst ja auch für deine Leistung bezahlt werden. Jo, ich muss du kriegst das ja in Totalmer dann durch 3, ne? Ja. Na, deshalb verrechnen wir ja mal 3. Oh, Blitze. Ah, jetzt mit Schwarz schon wieder gerissen. Da haben wir dann schon wieder die 4 Euro weg. Oh. Langsam. Fahr doch gerade aus. Ja, jetzt macht's Navi die Anne Ruth. Eben noch nicht. Ja, schon mal was für einem dynamischen Navi. Oh, jetzt die Navi Polizei, wird. Bitte nicht. Ah, es bitte war nicht. So klar. Weil du nicht
das Gag Navi beachtest. Ich komm jetzt, der Fahrgast wartet. Ja, muss ein bisschen länger warten. Guten Tag, Steuer, mein Name vom Polizeipräsidium Aachen. Einmal Führerschein fast so schnell nicht gesehen. Ei, Gude, jo. Zeige geschehen im Moment. Moin, moin. Wie ist denn letzter Bedarf? Können Sie je nachdem aussteigen und dann gehen wir auf den Bürgersteig. Ja, ich würde mal sagen, ich steige schon mal aus, oder? Machen wir so, alles klar. Gut, kommen Sie mal auf den Bürgersteig. Ja, am besten ist es, gell, hier beim Verkehr. Genau. So. Obacht. Ah, ich habe immer noch keinen Personalausweis. Haben Sie immer noch nicht, okay. Na, ich wurde letztens ein bisschen ins Koma geprügelt und die haben den mir abgezogen. Ach, alles halb so schlimm. Haben Sie mal einen Namen für mich? Ja, Günther Steine. Mit TH, de Günther. Ja, okay. Sind Sie schon mal polizeilich in Erscheinung getreten, Herr Schöner? Nicht negativ. Negativ, okay. Also Sie haben ja gerade angerufen, ne, wegen dem Tünger da oben. Ah, jo, stimmt, das war der Fiegelbauer, ist er, Josef. Genau, wir machen ja gerade aktuell Verkehrsüberwachungsmaßnahmen, uns ist aufgefallen. Natürlich haben Sie rechtzeitig abgebremst, das ist alles in Ordnung, aber Sie haben hier mitten auf der Fahrbahn gewendet, ne? Das ist normalerweise nicht in Ordnung. Ah, jo, die Kreuzung habe ich wie Sie knapp genau genommen, wenn Sie das meine. Ja, genau, Sie haben auch hier hinten, also hinten im Kreuzungsbereich, dort vorne, haben Sie mitten auf der Straße gewendet. Ja, genau. Wenn gerade ein Auto um die Ecke geschossen kommt, das kann dann schnell dazu... Das schnell ein Verkehrsunfall daraus resultiert, ne? Jo, das ist auch nicht gut. Ich habe ein bisschen aufs Navi geguckt und dann hat er die Route geändert, wissen Sie? Naja, klar. Kann ja mal passieren, ist ja auch nicht halb so schlimm. Ich sehe auch gerade, dass Sie, muss ich nochmal kurz ins Tablet hier reingucken, dass Sie noch nicht polizeilich in Erscheinung getreten sind. Mhm. Haben Sie noch einen Personenbeförderungsschein für mich? Ja, kann ich Ihnen gerade geben, Moment. Jo. Muss ich gerade mal selber gucken. Ey, warte mal kurz, du müsst im Handschuhfach sein. Ja, schauen Sie ruhig nach. Hey. Cornelius! Wo? No? Kannst du mal ins Handschuhfach greifen? Da müsste mein Personenbeförderungsschein sein. Na klar, warte. Bitteschön. Dankeschön. So. So, bitteschön. Jo, besten Dank, dass du da gut aus. Okay, Steiner. Aber machen Sie tatsächlich noch nicht so lang, ne? Kann das sein? Bitte? Machen Sie da aber noch nicht so lange die Tätigkeit als Taxifahrer. Na, nur mal ein bisschen ab und zu, so ein paar Pfennig dazu zu verdienen, gell? Ja, verständlich. Alles klar, Herr Steiner. Das passt soweit. Dann wünsche ich Ihnen einmal die Dokumente zurückgeben. Ich appelliere einmal an Ihre Vernunft, ja? Wie verwarnen Sie jetzt hier mündlich vor Ort, dass Sie das nächste Mal das nicht nochmal machen? Okay, das habe ich verstanden. Sonst ist das eine Ordnungswidrigkeit, aber. Alles klar, super. Gut, dann kriegen Sie es aber zurück. Vielen Dank, jo. Dankeschön. Schön. Noch eine angenehme Weiterfahrt, jo. Dankeschön, gleichfalls. Jo, ciao. Aber jetzt aber zack, zack, der wart schon. Moment, ich muss mal gucken, der Taxometer ist irgendwie fort. Ei, der Daus, ich sag dem direkt hier. Taxometer, anschalte. Oh no, jetzt ist er gestoppt. Moment, warte mal. Bitte jetzt. Vor jetzt. Oh na, jetzt hat er sich zurückgesetzt. Es waren 11 Euro drauf. Ja, dann erfindet man das einfach. Jo. Oh, was ist da los? Aber die war ganz nett so. Das hat's mir gemerkt. Die sind ja auch nett, aber wenn man halt einen Fahrgast zugesagt hat, dann muss man sich ein bisschen beeilen. Ja, die sorgen ja auch noch für unsere Sicherheit, was? Ich sage euch, wie es ist, mir ist ein bisschen schwummrig vor die Augen. Ist das so? Pech. Er kann es nur hoffen, dass der Fahrgast zum Krankenhaus will. Oh, wer war das? Oh ne, wo ist der? Wo ist er dann? Was denn? Der ist fort, der Hase, Herrn. Jetzt sind wir umsonst gefahren, oder was? Hupe mal, vielleicht hört er uns. Ey, das Arschloch, ich hab's gewusst. Verkehr, mach doch wenigstens Hornblinker an. Gebiete, das ist aber jetzt schon ärgerlich. Jetzt sind wir da durch die Gegend gefahren und dann ist da keiner. Ist das der da ohne rechts? Ich glaube nicht. Vorhin Frage an mich, ich weiß nicht. Ich fahr da denn doch nicht auf den Skatepark da. Ne, das Stück muss er wohl oder übel laufen. Na, ich hätte Sache, das war ein Satz mit X. Ah. Ja gut, dann ist das halt so, ne?
So, bäh. Dann, Leute, fahren wir jetzt am besten zu dem... Josef? Ja. Geht's dir gut? Ja, ich hab nur meinen Puls überprüft. Was hast du gemacht? Mein Puls habe ich überprüft. Ah. Mir ist ein bisschen schwindelig. Wollen wir mal ins Krankenhaus fahren? Ja, das dauert dann wieder so lang. Ja, aber... Also, sobald du deinen Puls fühlst, ist es eigentlich schon zu spät. Ja, aber ich schätze den Puls auf 80. Das ist ja eigentlich normal, oder? Ja. Aber wie gesagt, mir ist ganz schwummerig vor den Augen. Was ist denn eigentlich, seht ihr vor uns auf der Cut, wenn ihr mal guckt im Navi, da ist doch so ein LKW-Symbol, oder? Ist das das, was du gemacht hast mit der DHL-Ware, Josef Nege? Und das ist auch nicht das mit dem Holz. Nein, ich hab das, Hier, wo war denn das, was ich gemacht hab? Das war unten beim Hafen oder so. Jo, stimmt. Wir fahren mal hier runter, gucken, was hier ist. Jo, das war's auch nicht hier, gell? Nein, ich sehe nicht so gut. Wie Cornelius sagen tät, ich. Sagt er. Was ist denn da ohne? Das ist ein Hafen. Haben wir da eine Bootkarte? Das ist jetzt aber kein Spaß. Ich sehe da nicht einmal. Hey, bist du irgendwie verletzt oder so, Josef? Nein, ich fühle mich gesund. Geschlagene Augenklappen oder so. Du bist doch nicht, dass ich ein Blut verloren habe oder so. Also. Katzen hin, achso. Ich glaube, da gibt's nichts, gell? Nee, wirklich. Wir müssen mal gleich gucken, was der Josef hat. Josef, ja, komm mal her. Ja. Ich gucke mal. Sag mir mal deinen Arm. Ja, da. Und weiter? Warte mal. Josef, machst du mal bitte die Arme hoch? Also, zeig mal dein Kopf, mach mal deine Mütze ab. Ja, ich hab meine Mütze aufgesetzt. Ah, heißt. Ja. Deine Frisur sieht aus wie Mütze. Ey, guck mal hier. Zwischen der Hand, da hast du ganz schön große Menge Blut verloren, gell? Wir müssen mal ins Krankenhaus. Also, ich sag, na. Doch, glaub mir es nur. Ja, wenn du das sagst, aber ich selber sehe das nicht. Also, ich meine, ich sehe nicht. Ist sicher, dass der Friseur da oben da mit der Schere gemacht hat? Also, ich selber kann nichts erkennen, dass ich eine Verletzung habe, aber bei mir pumpert es auch gerade die ganze Zeit im Kopf. Ja, das ist ganz schlecht. Komm, wir fahren schnell ins Krankenhaus. Vielleicht hat der mir irgendwie was aufgestochen mit der Schere oder so. Ja. Also mein Kopfschmerz wird immer stärker, das pumpt schon richtig. Ja, wenn es pumpt, dann bist du kurz vor der Bewusstlosigkeit. Kennst du das nicht? Markier mal das Krankenhaus, Cornelius, bitte. Ja, ich gib mir das Navi nieder. Jo, machen wir. Ich tue mal weniger reden, ein bisschen Kraft sparen, gell? Ja, ich starte schon mal das Taxometer. So, Hund. Machen wir mit, damit ihr wisst, wie es mir geht. Du wolltest doch die Raffel halten. Du musst dich schonen. Lässt dich zurück. Ja, jetzt kriegst du ja das Gehirn weniger Sauerstoff. Der wird jetzt ein bisschen blöd in der Platte. Hier oben im Schnee kannst du nicht so schnell fahren, du. Das hämmert so auf meinen Schädel, das ist so unangenehm, das Geräusch. Ei, halt doch. Bin immer am Auto.
Kann man vorher schon anrufen vielleicht? Magst du mal den Notruf wählen, dass da wer ist? Da steht doch immer jemand davor und springt da rum, oder? Ich bin hier irgendwie öfters als in meiner Wohnung. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen. Wir holen einen Notfall. Wir holen einen Notfall. Können Sie uns helfen? Hallo? Ja, was gibt's denn? Mein Kumpel hier mit der Lederjacke, der hat ganz doll Pumpe im Kopf. Der hat ein bisschen Blut am Kopf. Okay, ich guck mal. Ah, oh, servus. Ja, sie haben da was. Das hat eine große Menge Blut verloren. Der wird doch was für dich, oder? War beim Friseur, da war alles okay. Ich bin mit der Spannung zum Hämmern an. Okay. Ich steck den... Das ist doch süß, oder? Findest du nicht? Ja. Haben sie in irgendein... Ja, aber das macht man nicht da heraus, oder? Kann man da nicht irgendwie einen sterilen Saal oder so? Ich sitze da. Seht mal. Erst Günther, die behandeln mich mitten da am Parkplatz. Ah, jetzt ja, guckst du mal, dass du erstmal die Blutung stille. Jetzt bleib mal ruhig. Kommen Sie mit. Ja. Ich musste schnell an... Du hast bestimmt so lange nicht gegessen und getrunken. Meinst du, das kann sein, oder was? Bestimmt. Okay, die Frage ist, was machen wir zwei jetzt zwischenzeitlich? Weil das kann ein bisschen dauern, denke ich. Wollen wir vielleicht einfach die Bänke zurückklappen und dann... Ja, man könnte doch bestimmt irgendwas bei Mc's essen gehen, oder? Gibt's hier ein Burger-Restaurant, oder was? Oh, wissen nicht. Bestimmt euch über. Grüße. Hallo, Entschuldigung für das Scheppe Parker, aber mir habe ich gerade hier einen Notfall abgeliefert. Ja, der ist gerade da drinnen, der hatte große Mengen Blut am Kopf verloren. Aber sie habe Shay hier parallel geparkt, als wenn das hier so gewollt wäre. Ja, was soll ich denn machen? Gerade parken? Na klar, ein Parkplatz weiter. Die hat dich vorhin angehalten, oder? Mich? Na? Ja. Na, ich glaube. Das waren zwei Kollegen, die mich vorhin angehalten haben. Wie heißt das denn? Ich bin der Günther Steine. Und Sie? Ich bin der Colin Dres. Ja, das ist nicht. Ja, alles gut. Okay, wenn das jetzt so stimmt, dass sie da jetzt jemanden eingeliefert haben, dann... Ja, wir fahren auch direkt weiter. Alles gut. Wir wollen ja keine Probleme machen, gell? Nö, machen sie auch nicht. Wenn sie da jetzt ein bisschen schief stehen, aber... Ja, wie gesagt, sie das jetzt nicht die nächste Stunde machen? Na, wir müssen ja auch Rettungsfahrer und so rinfahren. Das ist kein Problem. Wir fahren weg. Alles gut. Ja, perfekt. Okay, alles klar, dann Ihnen noch einen schönen Tag, jo. Ja, danke, genau. Wiedersehen. Wiedersehen. Hier, Cornelius. Ja? Hast du mir gar nichts von deinem Spitznamen erzählt? Das ist ja nicht mein Spitzname, das ist der Fake-Name, den ich immer der Polizei gebe. Achso, aber was ist dann, wenn du nach dem Ausweis gefragt wirst? Dann sehen sie ihn ja, aber das war ja jetzt keine Maßnahme, der muss ja nicht wissen, wer ich wirklich bin. Ich würde sagen, das ist dein Künstlername. Das könnte man aber gerade mal machen, kurz zum Rathaus mir einen neuen Ausweis machen lassen. Weil da wurde ich jetzt schon zweimal angehalten. Wo ist denn das nochmal? Ich lotse dich. Jo, das wäre gut. Wer weiß das schon? Einfach gerade ein Dankeschön für dein Follow. Geradeaus oder was hier ums Eck? No, einfach weiter geradeaus, da vorne dann die nächste rechts. Mhm. Jetzt immer weiter geradeaus. Weil das können wir ja machen, so bis da nicht wieder raus ist, oder? Na klar. Ja, als weiter oder was? Na nee, müsst ihr links umfahren. Links jetzt oder was? Oh, und dann nochmal rechts, also das muss ich ein bisschen umfahren. Oh, genau, aber jetzt wirklich weiter geradeaus. Achso, ich dachte schon hier. Nee. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, wo das war.
Ah, das war doch da, wo wir auch die Taxi-Lizenz kriegt, oder? Oh. No, genau da. Man muss ja auch immer bei der roten Ampel kurz anhalten, gell? Ja. Ich hätte ja mal Lust, später ein bisschen Müllabfuhr zu fahren, oder? Oh, später ist gut. Wie spät haben wir es denn? Ich weiß nicht. 8:28 Uhr. Ich hab mein Handy gerade nicht dabei, deshalb die Cops immer noch. Ah. Hast du kein Handy oder was? Nee. Kannst du das die abholen? Naja, also ich war ja vorhin dort, der meinte, der wisst jetzt nicht, wer das Handy hat. Das ist ein teuer Ding, gell? Ja, deswegen, ich kann mir jetzt nicht einfach ein neues kaufen. Na, das hätte ich auch nicht machen. Aber da kann man dich ja gar nicht telefonisch erreichen aktuell. Nee, nicht wirklich, aber ich bin quasi jetzt, solange ich kein Handy habe, immer auf Funk 42 erreichbar. Mein Funkgerät habe ich nämlich noch. Ah, okay. Ah, dann muss man mein Funkgerät wieder anschalten. Ich habe dich vorhin angefunkt, als du in der Polizeikontrolle warst, aber das hast du wahrscheinlich nie gehört. Na. Check. 5 Check. Jo, super. Es klappt ja schon wieder gut, ha? Ja. Hast du schon mal was anderes gemacht als Taxifahrerjobs hier? Ja klar, hier Busfahrer mal für... Ah, stimmt, jo, das war ja... Das haben wir ja mal zusammen gemacht, du. So. Personalausweis. Sprache Personalausweis, Jungfrau. Brauche Unterschrift, jo. Krise. So, bitteschön. Ei, gut, mehr warte. Hat gesagt, ein paar Minuten wird's dauern, ne? Oh, bemühen das jetzt schon ganz schnell. Die brauchten aber ein neues Foto, also kann sein, dass die von dir auch eins machen müssen. Meinst du? Na, die dürfen doch keine Fotos behalten. Ist doch alles DSGVO-konform. Jo, stimmt. Jo, hier ist eine. Jo, ei, perfekt. Das mit dem Foto hat auch noch gepasst, oder? Super. Ei, weiß Bescheid. Super. Danke Ihnen. Hier haben Sie Ihr Geld, Jungfrau. Ach so, nur ein Quartal. Ach so, okay. Das ergibt natürlich Sinn. Jo. Alles klar, dann noch einen schönen Tag, gell? Jo, gute. Ja, dann ergibt das Sinn mit dem Quartal, wisst ihr wie? Was meinst du mit dem Quartal? Nee, dass sie das nur für ein Quartal behalten dürfen. Ach so, mhm. Meiner war da ja schon eine Ecke älter, deswegen müssten die bei mir ein neues machen. Ah, verstehe. So. Ach so, komm, ich gehe jetzt gerade mal zu dem zentralen Platz da am Elisebrunnen, oder? Mal auf, das klingt noch ein Plan. Weil ich will die jetzt auch nicht die ganze Zeit mit mir rumschleppen, ehrlich gesagt. Warst du das? Nee, ich war's nicht. Nö, wer ist denn das dann? Der Josef? Josef, bist du das? Wir hören dich nicht. Oder vielleicht schreibt er gerade SMS, kommt immer auf die Taste. Ach Quatsch. Funkcheck. Wer war das? Ist das Josef? Das war Josef. Yo, check. Ah ja, ich bin da jetzt fertig. Taxi 3 ohne Taxi ist jetzt wieder verfügbar. Wo seid ihr? Wir sind gerade hier am Zentrale Park, zwei Schritte noch entfernt von dem anderen, der uns hoffentlich die Milchtüte abnimmt. Wir kommen dann gleich. Wir berichten. Ja, ist
versteht er. Der Arzt hat gesagt, ein bisschen länger und ich wäre gestorben. Ja, aber das habe ich dir gleich gesagt. Geht ruhig spazieren, ist eh gut. Ich warte. Okay, wir kommen gleich. So, hey, gucken wir da. Na, machen wir so ein bisschen Milch. Die ist sogar schon emulgiert. 1,5% Fett. Ultra hoch erhitzt heißt das, gell? Oh, genau, genau. Das lässt sich doch sehen. Ich mache ihn gerne wieder. Also ich tät auch sagen, ich meine, wie lange haben wir dafür gebraucht? Wir haben natürlich jetzt viel länger gebraucht und wir haben ja auch nicht die volle Kapazität ausgenutzt. Deswegen, da kannst du, glaube ich, schon ganz gut Geld mitmachen. Mhm. Deutlich mehr als hier mit dem Holzfällen. Jo, und es ist auch ein bisschen weiter weg, gell, das Holzfälle. Na. Das war ja so scheiß Weg da noch. Ich würde das noch einmal gern ausprobieren mit dem Müllabfuhr, gell? Ja, ich auch, aber ich weiß nicht, ob das heute sein muss. Wie spät haben wir sind? Spaß ist nicht hier. Ey, kurz vor 11, ha? Nein, sicher habe ich noch ein paar Minuten. Muss man mal angewöhnen, das Ding abzuschließen, gell? Das geht noch nicht mal nimmer ins Auge. Bist ja richtig schön angeschnellt. Jo. Fahren wir hier gleich erst mal links, oder? Hätte ich ja gesagt. Hast du das oben schwarze Brett gelesen, dass jetzt hier die Geschwindigkeit im Innenstadtbereich um 80 km/h erhöht wird? Ja. Was ich auf dem Dach sehe, ist aber trotzdem ein bisschen höher. Hey, abzüglich Toleranz und so, das passt schon, oder? Ja, das stimmt wohl. Ich fahre immer ganz nach dem Motto, viele Hände, schnelles Ende. So mäßig auf Auto adaptiert, weißt du? So ein bisschen zu viele Köche vor seinem Brei, oder wie? Ja, oder hast du viel Pferdestärk? Machst du das fertig? Machst du dir kaputtes Werk? Jo, der ist hoch. So, hier jetzt rechts, gell? Ja, kannst du machen, glaube ich. Hier habe ich noch ganz böse Erinnerungen an. Ja. Das ist ja widerlich. Diese Entführung da. Josef, wo bist du dann? Wir fahren jetzt gerade Richtung Krankenhaus. Ja, ich sitze da vor der Eingangstür am Boden. Da ist er, yo. Und was hast du dann für einen Turban oben gehabt? Na, der hat gesagt, die Frisur ist fesch, aber komischerweise, ich habe gesagt, ich war beim Friseur und er meint, ich habe eine Brustverletzung.
Hast du dich vielleicht irgendwie gedehnt oder so? Nein, ich habe auch gesagt, die Wahl hat er gesagt, nein, er sieht, dass ich auf der Brust eine Quetschung habe, obwohl ich beim Friseur war. Ich weiß nicht warum, aber. Hat dich vielleicht irgendeine Kuh angestoßen oder so? Das hätte ich ja auch gemerkt. Ich weiß es ja nicht, was du merkst und was du nicht merkst. Offensichtlich wärst du fast gestorben. Du, der war eh nicht ganz okay. Zuerst hat er gemeint, er gibt mir eine Blutinfusion, da ist ein Kokain drinnen, hat er gesagt. Das ist gut. Und normalerweise kann ich sowas selber behandeln, weil auf jeder Nadel und so liegt eine Gebrauchsanweisung drauf. Also ich kann mich auch selber behandeln, ich muss nur selber in die Vene stechen. Das ist gut. Das ist gut zu wissen. Könntest du das selber? Ja, ich könnte das nicht. Ja, er hat gesagt, das kann ich. Ja, nee. Also ich meine, so vom Können. Vom Psychischen her. Ob du das könntest. Da musst du sagen, also der Schnee geht mir schon am Geister. Ich könnte jetzt nicht einfach so eine Spritze nehmen und mir die in den Arm rammen. Er hat gesagt, einfach in die Vene und dann passt es. Da ist eh immer eine Gebrauchsanweisung dabei. Ja, aber das tut doch weh. Ich habe Angst vor Spritzen. Jo, ich auch. Gut, was tun wir? Es ist schon relativ spät, wenn ich ehrlich bin. Ja, warte mal, ich will noch eins machen, ich will noch mal kurz zum Obi. Nur mal kurz gucken, was die so holen. Ja, ich will aber zum Obi auch noch. Zum Obi auch noch. Ich bin ja normal der Hornbach-Fan, aber wenn sie noch einen Obi da haben, dann fahren wir zum Obi. Ja, jede Stadt hat so seine Favorite, hätte ich sagen, oder? Nämlich macht immer diese orange Fieber. Ja, da müssen wir noch Köln ausfahren, weißt du, das ist ja auch nichts wahr. Mir macht noch der orangene Biber immer so deppert. Der macht mir richtig aggressiv. Aggressiv sogar? Was ist denn für ein orangener Biber? Ja, das Maskottchen vom Obi ist ja so ein Biber. Ich wüsste nicht mehr, dass die ein Maskottchen haben. Ja, jo, haben sie. Eine gelbe Welle. Eine gelbe Welle. Da kommen wir gerade gut rüber. Ja. Ach so, da war ich schon mal mit Robert, ja, das Ding steht zum Verkauf, da wirst du nicht viel machen können. Ehrlich? Ja, ich glaube 750.000 wollen die. Ist das hier vorne am Eck oder was? No, genau. Da steht schon so ein Schild. Für Beschreibung ist von dem Immobilienmakler da nicht. Kann er nicht die Katze ist im Sack Nobi kaufen? Ja, ich sag aber so einen eigenen Baumarkt fühle ich schon irgendwie. Stell dir mal vor, wir drei oder wir vier oder wir fünf waren am Baumarkt leiten. Ich sag dir ehrlich, ich würde mit Robert und Ignaz, den traue ich erstmal nicht mehr über den Weg. Verstehe ich jetzt gar nicht warum, wenn ich ehrlich bin. Die haben mich in Kali gebracht. Ja, das war Spaß, du Vogel. Und die Ignaz hast du auch schon mal fast zur Anzeige gebracht. Hat er doch. Ja, oder? Und ich habe ihn mittlerweile wieder angezeigt. Das ist ja gut, Verhältnis. Ah, jo, gut, Leute, dann gehen wir heim, oder? Fahren wir dann am besten oben zum Taxidepot, oder? Ja, würde ich auch sagen, weil dann können wir morgen oder so, wenn wir wieder da sind, wenn wir Bock haben, dann können wir morgen ein bisschen arbeiten. Die Zeit ist irgendwie heute schon schnell vergangen. Schaffe Häusle bauen, ne? Ja, ich sag dir auch ganz ehrlich, mittlerweile habe ich schon ein bisschen verworfen, dass ich mir direkt ein Auto kaufe. Vielleicht spare ich erst einmal ein bisschen. Und dann kann es ein bisschen was Besseres sein. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe gestern mal geguckt, was es gibt. Ein Honda NSX kostet nur 52.000.
Das geht eigentlich. Na, der ist nicht so meins, was? Honda NSX nicht so deins. Na, ich stehe nicht so auf asiatische Autos. Ah, hier übrigens, Josef, willst du gerade hier bei der Bude deine Milchtüte verkaufen? Wir haben 300 Euro bekommen. Ja, klar. Warte mal, komm, dann halte mir hier kurz. Hoffentlich sieht uns keiner hier. Und dann laufe ich schnell, warte mal. Jetzt? Dann nehmen wir nur die schnell aus dem Kofferraum, gell? Jo. Ach, schwer, bitte. Wie viel hat er dir gegeben, Cornelius? 296. Ah, jo. Ja, dann sind das ungefähr so 300 dann immer, gell? Und ich meine, was heißt hier immer? Wir haben ja, wie gesagt, nicht die volle Kapazität gemacht. Ich denke mal, da bist du schon gut bei 500 oder so. Oder vielleicht sogar 600, wenn du mehrere Chargen hast. Jo, kannst du ja ein paar Eimer in den Kofferraum packen, gell? Genau. Aber wie viele Eimer hast du noch immer gebraucht, um so Packung abzupacken? Fünf, okay. Also muss man sich merken, dass man mal irgendwie immer in 5er-Packs die Eimer holt, gell? No. Ja, schau, dass du weiterkommst. Ja, wo uns doch eben schon nochmal angehalten. Wir wissen doch, wer ich bin. Wir sind eh schon startbekannt. Ich glaub's auch. Der Bulle gestern hat mich erkannt und hat gesagt, ach, Sie haben doch einen Dialekt, oder? Und dann, beziehungsweise er hat gesagt, ach, Sie haben doch einen Akzent, aber das ist ein Dialekt. Jo, das ist ein Unterschied. Ja, das ist Banause. Ja, aber wenigstens die Polizei ist wenigstens freundlich da, weißt du? Da hat man nicht so das Gefühl, dass die über einem stehen oder dass die das nur machen, weil sie cool sind. Jo, der eine Beamte vorhin, der war ziemlich nett so. Ja, deswegen. Ich mag die Bullen nicht. Die sind unsympathisch. Mich mögen die nicht. Ja, wahrscheinlich genau, weil du so mit denen redst. Grüße, Josi, sind wir unsympathisch. So hab ich das nicht gemacht. Aber so ähnlich, ha? Ja, ich hab halt gesagt, wie macht's Schwein? Hände über den Kopf. Joho, hoi, wir sehen uns morgen, gell? Ja, gehst du nicht ins Hotel rüber, oder? Ja, nein, ich hab zum Hohoi gesagt, dass wir uns morgen sehen. Also, ja, Hohoi, vierte. Muss ja schön nett zu seinem Chef sein, gell? Verstanden, ja, hoi, bis morgen oder so. Rabel, was geht? Du siehst uns aber leider gerade in den Feierabend. Den Haverer, wenn er da ist, jetzt noch einmal ansprechen, vielleicht. Ey, können wir machen. Dialekte. Ja, das, wir sind hier eine komplette Touri-Gruppe in Aachen. Aber Burschen sagt ehrlich, der Hut, der Schießer steht geht hier. Wer stinkt? Ja. Der Hut! Ach so. Steht mal gut. Ich hab verstanden, irgendjemand stinkt. Schießer geht hier. Das würde ich halt nicht so ins Gesicht sagen. Danke für dein Follow. Cornelius, hast du gerade gefurzt? Gefurzt? Jo. Du hast gerade doch ein Fahrlass, oder? Ich will nicht hinter dir laufen, ist das eklig. Es stinkt nach verdorbener Eier, du. Als tätst du vom Innere faule, du. Ja. Ich nehme da mal deinen Zettel, gell? Oder auch nicht, ja, passt. Komm, morgen wieder. Oh, was denn los? Ey, was denn los, hä? Was? Was? Alter, der muckt doch immer auf. Na komm, wir gehen. Was? Er da drüben, oder? Jo. Ja, okay. Ey, okay. Shisha, danke fürs Sammen. So, ich geh da in das erste Zimmer. Dankeschön. Dankeschön. Fürs Folgen und dann fürs Sammen. Das sieht mir aber Appearance da aus. Jo, ich geh mal ohnehin so. Aber er trampelt nicht so viel, gell? Ja, schauen wir mal. Jo. Ja gut, dann bis morgen oder so, gell? Dann hören wir uns, ich rufe euch an oder so. Jo, ei, über Moje. Ne, machen wir. Aber machen wir so. Passt. Oder über Funk. Oh, warte mal, ich bin nicht gerade nicht telefonisch erreichbar. Mein Telefon, mein Telefon klingelt, was das? Ah, 10-10. Ja, heb ab. Na, mich hat gerade jemand angerufen, da nehme ich nicht dran, oder?
Na, hä? Nicht sehr gerade. Rufen an! Warte mal. Hier, wie kann man das machen? Das fehlt mir. Ach nee. Ah, hier. Oder? Vielleicht ist dein heimlicher Hallo, Feuerwehr wer ist da? Oder so. Ja, hi, hier ist Müller. Oder, jo? Ja, falls Sie mich hören können, können Sie mich beim Krankenhaus ab. Sekunde. Ich hab grad ein kleines Problem. Ich glaube, ich werde gerade. Duscht habe ich, hast du was zum Trinken dabei, Cornelius? Okay, alles klar, gute, ja, warte. Man hört sich. Ich weiß nicht, woher der meine Nummer hat. Der hieß Müller und wollte, dass ich ihn beim Krankenhaus abhole. Ja, jups. Ja, vielleicht. Ja, das ist ein Taxifahrer wahrscheinlich. Ja, nicht der. Ich hab's dir da unten hingestellt. Ah ja, passt. Danke dir. Ich glaube, dann fahre ich den gerade nochmal. Das Geld lass ich mir nicht nehmen. Ja, naja, also ich gehe jetzt ins Bett. Also, ja, ich gehe gerade nochmal kurz zum Hoi, hol das Taxi und dann fahre ich den gerade nochmal. Ja, passt. Na, dann, wenn der sich schon die Mühe macht. Oder so, ah jo, machen wir. Bin nämlich ja das Neben dran. Viert euch, Burschen. Ey, dann gute, gell? Gute Nacht. Aber mit dem Taxi-Job nehmen wir noch. Ey, Shisha, danke, perfekt. Direkt follow und direkt gesubbt. Good decision. Ey, den Taxi-Job nehmen wir noch an, oder? Woher hat er meine Nummer? Bin ich in dem Taxi-Dispatch-System? Ich glaube schon, gell? Er wollte mich ja mal anrufen. Dann fahren wir nochmal zum Krankenhaus. Das ist ja hier einfach die Straße hoch. Dann kriegt er nochmal 15 bis 20 Minuten obendrauf. Schon mal hier eh Homeoffice, das passt. Kann ich eh ein bisschen ausschlafen. Ich finde, die Tag-Nacht-Zyklen müssten ein bisschen länger sein. Ich weiß nicht, ob man das einstellen kann. Es wird ein bisschen zu schnell wieder Nacht, beziehungsweise wieder Tag. Weil ich sag mal so, wenn man IC ausspielen will, dass man beispielsweise, irgendwo was essen geht oder was trinken geht, abends oder feiern geht, dann ist es halt ruckzuck wieder so 14 Uhr oder so. Dann ist halt ein bisschen schwer, das so auszuspielen. Aber ist generell schwierig, wenn du. Irgendwas ist da so rot. Ist da so rot auf der Karte? Was hat er so geblinkt gerade? Was ist das? Van with Cash? Da gehen wir doch mal hin. Was ist das? Ich habe ja nicht so ein gutes Gefühl, aber bei Van with Cash bin ich ja dabei. Das ist ja jetzt nicht die Mission von dem Dude, oder? Da stand ja eben noch jemand anders carried das Ding gerade. Also, Josef kann ein bisschen Selbstverteidigung so, aber wenn die Waffe holen, dann bin ich am Arsch. Aber zu ein bisschen Cash sagte Günther nie nein, gell? Und wenn er da schon so anonyme Hinweis kriegt über das Dispatch-System. Und der andere wollte sich ja noch melden. Also ich hab ja gerade noch Zeit, oder? Oh, guck mal da, was ist da los? Aber da sind doch bestimmt bewaffnete Leute dabei, oder? Wie habe ich denn jetzt diese Mission getriggert? Kam die jetzt einfach so? Get rid of the guards before you place the bomb. Ja, okay. Nee, das mache ich. Nee, das mache ich mal nicht. Das ist krass, okay. Ja, gut, das kann man mal machen, wenn man mal irgendwann Waffen hat oder so. Und ich mit den Jungs unterwegs bin. Aber, ja, da muss ich ja Leute umbringen, Alter. Das sendet bestimmt dann auch einen direkten Dispatch. Wenn das NPCs mit dem Transporter. Ja, ich glaube schon.
glaube, das ist einfach so ein NPC-Job. Aber das kann ich ja jetzt nicht machen. Das wäre ja... Ich bin ja auch unbewaffnet. Das wäre ja gegen jedes RP... Schütz dein Leben Aspekt. Am Ende steigen die vielleicht sogar schon aus, wenn ich mich denen nur nähere. Das will ich ja auch nicht riskieren. Der Josef Mords. Aber ist krass, ey. Das ist jetzt gerade erst, also... Ich weiß aber nicht, wie ich das gemacht habe. Hast du diesen Auftrag angenommen eben, Mike? Nee, ne? Bei dir stand auch, dass jemand anders den carried, oder? Jo, die Mini-Goschen. Ja, perfekt, wenn der so ein Sturmgewehr hat. Schützt dein Leben, Aspekt. Das will ich ja auch nicht machen. Wenn, dann muss man sowas im RP auch richtig gut aufziehen. Dass du dir schon so Masken besorgst und dann so Knarren hast und so Kleinwaffe geben. Vielleicht ist das eine Art Warteliste. Ah, okay. Also der Typ sah auf jeden Fall so aus, als ob er zwielichtige Geschäfte quasi macht in diesem Hotel. Aber was mich gewundert hat, ist der bei euch, aber das schöne Geld, ist der bei euch nicht weggelaufen? Weil bei mir ist der weggelaufen. Ich habe aber, glaube ich, nicht E gedrückt. Würde aber irgendwie Sinn ergeben, dass er wegläuft, sobald ich den Auftrag habe. Damit ich nicht noch mehrmals annehme. Vielleicht hatte ich den wirklich. Aber das ist eine Nummer zu krass jetzt gerade für den Moment. Jo, Gude? Jo, Gude? Jo, servus, hier ist Müller. Hallo. Hi. Ja, die Polizei ist jetzt wirklich mit der Kontrolle. Ich würde da fragen, ob sie mich abholen können. Am Krankenhaus sind sie mir noch? Das ist richtig. Okay, ja, ich bin in 500 Metern bin ich da. Oh, sehr schnell. Ja, ich hab mich direkt auf den Weg gemacht. Ach so, okay. Hey, dann sehen wir uns gleich, würde ich sagen. Jo, man hört sich. Alles klar, bis gleich, Gude. Bis gleich, ja. So, machen wir hier mal schön noch eine Taxometerfahrt. Gude, sind Sie der Herr Müller? Das ist richtig. Hi, perfekt. Super. Warte so kurz, dann mache ich hier kurz mal das Taxometer an. So, und dann sagen Sie mir mal, wo Sie hinwolle. Ach, zur Taxizentrale. Ich muss Dienst beginnen. Ah, okay. Ah, sind Sie auch Taxifahrer? Richtig. Hi, das ist ein guter Job, sage ich Ihnen. Wird vielleicht nicht so gut bezahlt, aber rumfahren kannst du viel. Jo, aber dafür hat man ja auch ein bisschen mit den Leuten zu tun, gell? Ja, und manche wollen nicht zahlen. Damit habe ich auch schon Erfahrungen gemacht. Ehrlich? Oh ja. Ah na, das kann doch nicht sein. Da müssen sie die Polizei rufen, das kann nicht sein. Na doch. Mike, hau rein. Auf jeden Fall wieder also, witzig. Ich weiß schon, der letzte Vorfall, da wollte eine Kopflose nicht aussteigen. Wer ist denn eine Kopflose? Ich kenne nur die Kopflose Nick. Wer denn? Ich kenne nur den kopflosen Nick von der Harry Potter-Teile, wissen Sie? Na, die Kopflosen, die ja manchmal rumlaufen. Ich laufe doch gar Kopflose rum. Ja gut, in der Nacht nicht, aber am Tag schon vermehrt. Also ich meine hier die ganz normale Leute, die hier rumlaufen. Ja. Und da wollte einer nicht bezahlen, oder was? Nee, der ist dann einfach, also sie ist sitzen geblieben. Naja, ich hab denen gesagt, ich hab noch andere Kunden. Naja, die hat stillschweigend im Auto gesessen und nichts gemacht. Oh, den hätte ich aber gäbe. Naja, ich hab die Cops dann gerufen und die haben es irgendwie geschafft, die aus meinem Auto zu jagen.
fahre nur gerade ein bisschen vorsichtig, weil hinter mir ist, glaube ich, ein Polizeiauto, oder? Wie sie da hocken mit der Weste hin, oder? Ja, das sind die Cops, die mich rausgezogen haben. Ah. Vorsicht. Ah, da habe ich nicht damit gerechnet, dass ich mich so gut an die Verkehrsregel halte, gell? Nee, ich glaube nicht. Nein, nicht mit mir. Ey, sorry für den Umweg, ich ziehe dann auch direkt mal irgendwie 2 Euro ab oder so, aber ich wollte nur sicher gehen, dass das nicht irgendwie, keine Ahnung, Kriminelle wären oder so, die mich abziehen wollte, wisst ihr? Ja, alles gut, ich habe da auch immer etwas Respekt vor. Ja, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Hier in Aachen ist das schon die dunkle Ecke von Aachen. Das weiß ich. Das ist nicht alles immer bei der Sonnenschein und so, wisst ihr? Nee, ganz bestimmt nicht. Aber ich bin immer ganz froh, wenn man hier nachts Shade-Taxi fahren kann und wie sie Geld verdienen kann. Dann passt es schon. Ein Taxi ist mir ja sicher. Ja, bei manchen Fahrgästen nicht so wirklich. Hattest du schon nochmal sowas? Nee, aber ich weiß, dass das passiert. Nee, sowas hatte ich zum Glück noch nie. Ja. Ja, ich hatte da echt eine gute Story. Echt? Weil einer meiner Freunde ist auch Taxifahrer, allerdings aus einem anderen Staat. Mhm. Ich glaube, das war München oder Berlin, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ja, der musste einen Fahrgast abholen, der hatte eine Waffe. So, hat er ihn am Kopf gehalten und ja. Ah, typisches Vorgehen. Das macht man doch nicht. Für ein paar Euro, gell? Das kann man da auch nicht für gut heißen, oder? Nee, das. Also manche Leute verstehe ich echt nicht. So. Also, wir wären bei 9 Euro. Oh, okay. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie ich Ihnen das. Ja, warte mal. Ja, ich kann immer gerade aussteigen. Schalte schon mal aus. So ist es leichter. Dann können Sie hier unter der Laterne sehen, Sie ein bisschen mehr. Aber wie sage ich dem jetzt mit alt? Das ist so schwierig. Zeig uns mal ihr Portemonnaie. Ist das von Giorgio Altmani. Woher sehen Sie die Marke meines Portemonnaies? Also, ich habe doch gerade Ihr Portemonnaie draus. Ich krieg doch noch 9 Euro von Ihnen. Ach so, stimmt ja. Ja, habe ich von irgendjemandem geschenkt bekommen. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Marke. Das ist ja, da kann ich Ihnen zustimmen. Es gibt ja Gucci, Versace, aber Altmani, das ist schon was Gutes. Haben Sie vielleicht Ihre Kartennummer? Jo, ich guck mal. Das ist die 174. Ja. 927. Ja. 168. Und die 2. Okay, testen wir mal, ob das funktioniert. Hat's funktioniert? Jo, das passt. Das passt. Ich habe mir jetzt aber 90 Euro gegeben, gell? Ach, alles gut. Oh, das ist sehr nett von Ihnen. Dankeschön. Dann komme ich hier wieder rein. Ja, das, wir sind ja Taxifahrer unter sich. Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall eine gute Schicht. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Alles klar, dann einen schönen Abend Ihnen. Ja, Ihnen auch. Danke. Ey, wie willst du das anders machen, ey? Alt.
Ich lasse den erstmal kurz wegfahren. Packe ich das Taxi ein. Also, halt. Ja gut, man hätte irgendwie noch sagen können, so, oh, das Portemonnaie ist aber ganz schön alt. So, ja, das wäre vielleicht das Einfachste gewesen, aber mir jetzt gerade auch ad hoc nicht eingefallen. Ich dachte erst, er wollte mich irgendwie abziehen, weil auf einmal da der, weil auf einmal da der, dieser Benz da hinter mir war. So, ey, jetzt ist vorbei. Ja, einfach nur so ein Köder, der einfach nur mich ködern wollte und dann ziehen die mich ab. Der da. Nimmt sich auch nicht Taxi, ja? Hat du Hohoi wieder nicht die Wartung gemacht? Bei dem Taxi, du. Jetzt hatten wir mal einen richtigen Fahrgast. Das macht schon Spaß mit dem Taxometer dann. Die Dings zu berechnen. Macht schon Bock. So. Ah jo, da oben steht er. Ist der Job jetzt noch auf der Karte? Nee. Er verpufft wahrscheinlich irgendwann. Oder der hat halt ein Ziel. Und man muss ihn quasi vorher cachen, bevor er das Ziel erreicht. Okay, naja, sei es drum. Günther Schneider, Günther Steiner geht ins Bett. Ich gehe ins Bett. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke für eure Follows, für eure Subs, vor allem auch Saft. Für eure Saftgeschenke, für eure Subgeschenke. Dankeschön, weiß ich wirklich zu schätzen. Danke, dass ihr die Community durch diese Geschichten erweitert. Bleibt mir einfach nur zu sagen, Dankeschön, wirklich. Danke. Macht mir riesen Spaß, hier mit den Jungs auch auf dem Server zu spielen. Der Server ist auf einem guten Weg auf jeden Fall. Man muss halt das RP-Level entsprechend hochhalten. Waren jetzt heute, glaube ich, auch nur irgendwie 25 Leute oder sowas drauf. Wie gesagt, ist eine geschlossene Beta aktuell. Aber ja, ich glaube, wird trotzdem weiterhin cool. Wir haben, glaube ich, noch ein bisschen was vor. Und solange ihr Spaß auch an der Sache habt, habe ich auch Spaß. Das auf jeden Fall. Dass ein richtiges Taxometer gibt, ist schon nice. Komisch, dass es auf den anderen Projekten nicht gibt. Waren 38 echt in der Spitze oder was? Ja, wie ich vorhin um 9 gejoint bin, waren nur noch 27, aber kann natürlich auch ein paar mehr gewesen sein. Also, Leute, 38 in der Close Beta, das ist schon cool, das macht schon einiges her. Und ich weiß auch nicht, warum es das nicht gibt. Ich meine, das ist jetzt natürlich eine andere Grundlage, ne? Also Alt V ist ja das eine, dann gibt es ja Rage MP und das ist jetzt 5M. Also vielleicht bietet einfach 5M diese Möglichkeiten, Taxometer da einzubauen. Die vielleicht Old Wii nicht bietet. Sei es drum. Danke, dass ihr dabei wart. Ich werde euch auch über einen Discord auf dem Laufenden halten. Vielen, vielen Dank und allerhöchsten Wahrscheinlichkeit, allein das Setting mit Aachen, das war was anderes. Auf jeden Fall, sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Auch mal das mit dem Schnee, das hatte ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr. Ich habe mal auf dem Server gespielt, wo viel Schnee war. Aber dass man halt nicht die ganze Zeit in diesem Los Santos Setting ist, ist mal cool. Außer die Polizeiautos und so, das finde ich schon nice. Genau. Wir sehen uns wahrscheinlich Mittwoch wieder. Bis dahin, macht's gut und habt noch einen entspannten Start in die Woche. Bis Mittwoch, würde ich sagen. Danke für euren Support. Ciao, ciao.